Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Teil einer Pokémon Challenge. Es geht heute ab in die Johto-Region und hier wird versucht, dass man Pokémon Kristall nur mit einem Lasherking durchspielen kann. Lasherking ist ein voll entwickeltes Psycho-Wasser-Pokémon, was in der zweiten Spielegeneration nicht nur eingeführt, sondern auch das passende Pendant gegenüber Lamus mit repräsentieren tut, mit einer Basiswertsumme von 490. Obwohl wir hier schon ein voll entwickeltes Pokémon mit haben, werden wir allerdings schon sehr frühzeitig merken, dass wir a. immer outspeedet werden und b. schon so den einen oder anderen Moment mit haben, wo man sich wirklich fragt, wie soll man denn das denn eigentlich mitmeistern? Die allgemeinen Regeln, wie auch sonst immer, lauten, wir dürfen nur mit Lasherking diese jeweilige Challenge für uns mit annehmen. Andere Pokémon dürfen lediglich nur als VM-Sklave mit dienlich sein. Keine Halle-Items in den Kämpfen sind nach wie vor Maß aller Dinge. Wir dürfen keine Glitches und keine Exploits mit einsetzen. Und unsere Aufgabe lautet, dass wir bis zum Trainer Rot kommen und ihn besiegen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Unterhaltung und wir legen auch straight los. Für die Wahl meines Starter-Pokémon habe ich Lasherking für Feuerregel mit ersetzt, damit unser Rivale dann später ein Kanimani mit haben wird. Der Grund dafür, warum Lasherking der Ersatz für Feuerregel mit ist, hängt damit zusammen, dass unser Rivale dann später ein Inpagata mit haben wird und dass wir diesen dann nur neutral effektiv mit angreifen können. Wir gehen auch gleich in die allererste Arena in Viola City und fordern dort Arena-Leiter Falkner mit heraus, der sich ja auf seine Flug-Pokémon mit spezifiziert hat. Seine zwei Flug-Pokémon bestehen aus einem Taubsi und Taubokas sind natürlich im ersten Run einfach mal mit besiegt worden, ohne dass wir uns großartig anstrengen mussten. Der nächste Rivalenkampf, der uns mit offenbart wurde, war in Azalea City, als wir quasi Team Rocket hiermit besiegt hatten. Um es auch gleich mal mit zu erwähnen, Team Rocket wird ja nach wie vor auch nicht ein einziges Mal explizit mit erwähnt, weil die sind einfach nur lächerlich bis zum geht nicht mehr, egal mit welchem Pokémon jetzt man hier großartig mit antreten tut. Unser Rivale wird sich dann später dann aber auch als eine ordentliche Gefahr mit repräsentativ machen. In dem ersten Moment muss man mit sagen, dass wir hier lediglich mit Aquaknarre in der Lage waren, sein Nebulak mit hinauszunehmen. Ansonsten hätten wir praktisch keine brauchbare Attacke mit gehabt, um Nebulak überhaupt mit anzugreifen. Zusätzlich wurde dann auch in der zweiten Spielegeneration der Bug mit behoben, dass dann Geist nun auch endlich sehr effektiv gegenüber Psycho mit ist, sonst war dieser in der ersten Spielegeneration noch absolut wirkungslos. Auch hier darf man gleich mit erwähnen, der Arena-Kampf gegenüber Kai war dann auch schon eine etwas andere Sache. Währenddessen Safcon und Kokuna mal absolut nicht nennenswert waren, kam dann zumindest Sichtor mit hinein und Sichtor hat ja zumindest seine Signature-Attacke Zornklinge, die Runde für Runde mit stärker wurde. Hätte man hier schon die Fähigkeiten noch mit eingeführt und hätte Sichtor hier dann beispielsweise Techniker mit gehabt, dann wäre das natürlich ein ganz anderes Momentum mit gewesen, aber zu diesem Zeitpunkt war das noch nicht mit existent und somit konnten wir uns auch diesen Orden einfach mal mit reinsnacken. Normalerweise ist Bianca in Dukatia City eines der meistgenervtesten und meistgefürchtesten Arena-Leiterinnen, insbesondere wenn man auch eine bestimmte Challenge mitspielen tut. Allerdings muss ich mit sagen, dass Mysterie hier die absolute Dominatorin mit war. Denn währenddessen wir uns ganz gemütlich gegenüber Pipi mit aufsetzen konnten, hatten wir dann auch keine großen Probleme mit gehabt, Miltank im First Try einfach mit hinauszunehmen. Sonst ist das ein richtig undankbares Vieh, was sich immer wieder weggefeuert hat. Und unmittelbar nach Bianca, hätte man streng genommen auch schon vorher machen können, kann man sich noch im Park die Flinkklaue bekommen, mit der man stellenweise outspeeden kann. Wie schon mit erwähnt, unser Rivale wird von Mal zu Mal immer stärker und das hat man dann auch schon ab dem dritten Rivalenkampf schon mitgesehen, hier dieses Mal in der Turmruine. Er leadet hier standardmäßig mit seinem Apollo und Apollo hat hier eine ganz besondere Fähigkeit, es setzt hier gerne einen Fluch mit ein. Fluch sorgt quasi dafür, dass wir Runde für Runde Schaden mitnehmen. In der zweiten Spielegeneration, entweder war es da noch ein Bug oder es wurde dann noch nicht so mit umgesetzt, wie es dann später mit umgesetzt wurde, hast du genau nur dann einen Fluch mit abbekommen, wenn du quasi das gegnerische Pokémon nicht im First Try mit besiegen konntest. Allerdings muss man mit sagen, dass dann auch die späteren Rivalenkämpfe nicht zu unterschätzen waren, weil halt eben dann so der ein oder andere Fluch dafür mitgesorgt hat, dass man einfach nur gnadenlos zerschellte. Und das gnadenlose Zerschellen ging schon beim nächsten Arena-Leiter Jens mit los, der sich auf den Typ Geist mit präferieren tut. Er schickt lediglich nur die Nebulok-Evolutionsreihe mit hinein, bestehend aus Nebulok, zwei Apollo und ein Gengar. Allerdings kommt dann auch hier wieder der große Krebsfaktor mit zum Vorschein. Denn wenn hier eine Kombination aus Konfusstrahl und oder Hypnose und oder Fluch mitkommt, und natürlich dann mit Traumfresser von Gengar bzw. auch von Apollo, dann kannst du einfach einpacken. Dann hast du wirklich keine nennenswerte Chance mit gehabt. Es bedeutete also dann im Endeffekt nichts weiteres, als dass ich hier mehrere Versuche mit ins Land gesetzt hatte, währenddessen dann Gengar hier mehr oder weniger das Maß aller Dinge mit war und mir dann so den einen oder anderen Nerv schon mit geraubt hatte. Stellenweise muss man aber auch mit sagen, es gibt manchmal solche Momente, wo man einfach in jeder Form einen Kampf mit gewinnen kann.
Wenn man es schafft, den Gegner mit einer Konfusion zu verwirren und dieser sich sogar dann noch selber mit hinsetzt, hat man dann die Gelegenheit, mit 18 KP Rest in diesem Fall noch gegen sein letztes Alpolo noch mit anzutreten, was wir dann einfach mit hinausnehmen konnten, und das war dann somit Order Nummer 4 für uns. Es folgt nun ein großer Sprung, nachdem man Team Rocket im Geheimversteck eine Runde vermöbelt hat, und wir befinden uns jetzt bei Norbert, dem Eis-Arena-Leiter, der streng genommen der 7. Arena-Leiter mit ist. Ich werde jetzt hier nicht unbedingt mit drauf eingehen, wie dieser Kampf mit ausgegangen ist, weil das ist einfach nur bedauerlich. Genauso bedauerlich war es auch, dass man in Oliviana City erst in dieses Haus mitgehen und dort den random NPC mit ansprechen muss, um überhaupt auf die VM-Stärke Zugriff zu erlangen. Denn die VM-Stärke brauchen wir natürlich, um dann gegenüber Hartwig mit anzutreten, der sich auf den Typ Kampf mit präferieren tut. Und weil es natürlich so schön war, traten wir unmittelbar danach noch gegen Jasmin mit an. Und diese beiden Kämpfe sind hier im Schnellverfahren für euch mal mit gezeigt, weil man muss nicht unbedingt darauf eingehen, wie diese Kämpfe womit ausgegangen sein werden. Wir machen einen großen Sprung zu der letzten Arena-Leiterin, das ist natürlich gegenüber Sandra, die sich auf den Typ Drache mit spezifiziert hat. Sandra ist normalerweise so eine Arena-Leiterin, die absolut nicht mit einsehen möchte, dass man sie A besiegt und B, dass sie dann überhaupt den Ort mit hergeben möchte. Aber in diesem Fall sei euch einfach nur mit gezeigt, ich bin ja auf Level 48 mit hineingegangen. Und trotz dessen, dass wir auch mal eine Paralyse mit abbekommen haben durch eine Donnerwelle, wobei es am letzten Endes gar keine Rolle spielt, da wir sowieso das langsamste Pokémon hier auf dem Feld mit haben, muss man mit sagen, dass dann dieser Kampf hier nicht im First Try, sondern für euch dann auch in einem weiteren Versuch hier mit eingeblendet wurde, weil man quasi des Öfteren einfach nur weggedonnerblitzt bzw. auch weggekrittet wurde, und das war natürlich dann nicht besonders schön, aber hier sei auch gerne mal mit gezeigt, es ist sogar tatsächlich möglich, dass man hier noch bei relativ hohen KP dann in der Lage ist, gegenüber Seedraking mit anzutreten, durch die Paralyse mitzukommen und dann diesen Kampf für sich mit zu entscheiden. Wobei der letzte Entscheidungskampf gegenüber unseren Rivalen ja auch noch mit aussteht, und zwar in der Siegestraße kurz vor der Pokémon-Liga. Und hier muss man mit sagen, da war der Rivale absolut overpowered bis zum Gehtnichtmehr. Währenddessen er zwar zunächst mit seinen Pokémon wie Sneebel oder mit Magneton hier einmal mit um die Ecke kam, was sie einfach mal mit besiegen konnten, stellte dann schon Golbat eine ganz andere Sache mit dar. Denn dieser ging ja sehr gerne zunächst auf einen Konfusstrahl und hat dafür mit gesorgt, dass wir erstmal verwirrt waren. Und man kennt ja das Prozedere, wenn man selbst mit verwirrt ist, hat man eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 100% für die nächsten 800 Züge, dass man sich immer selbst hittet. Aber stellenweise kann man es auch mit schaffen, dass man gegenüber Alpolo ohne Probleme mit durchkommt, da man auch hier das besondere Momentum auf unserer Seite mit haben, die vorherigen Pokémon auch relativ schnell mit hinauszunehmen, ohne dafür großartigen Schaden einstecken zu müssen. Sodass wir dann letzten Endes, auf dem wir wegen Level dann noch in der Lage waren, seinen Impekator noch mit hinauszunehmen, und somit haben wir dann diesen Rivalen zum letzten Mal hiermit gesehen. Es wird nun Zeit, dass wir hier in die Pokémon-Liga gehen, und wir beginnen auch gleich bei Willi, der sich hier auf den Typ Psycho mit spezifiziert hat. Und hier wollte Willi es einfach wissen. Normalerweise ist der erste der Top 4 hier immer der schwächste mit gewesen, aber hier muss man eindeutig mit sagen, hier habe ich Willi mal gewaltig unterschätzt. Zur kleinen Randnotiz, jedes seiner Pokémon beherrscht Psychokinese. Das ist zwar Step, aber nicht super effektiv, da wir ebenfalls hier ein Wasser-Psycho-Pokémon mit haben, aber es kann auch stellenweise dafür mit sorgen, dass wir dann nach einer Psychokinese einen speziell defensiven Drop mitbekommen, und das wird dann nicht besonders vorteilhaft für uns, beziehungsweise wenn dann auch hier eine Kombination aus Psychokinese und oder Konfusstrahl mitkommt, dann kannst du einfach einpacken. Wobei ich aber auch mit sagen muss, währenddessen Xatu man mehr oder weniger noch mit besiegen konnte, war Kokowai dann für mich absolute Endstation, weil ich konnte Kokowai in keinster Art und Weise so großartig mit besiegen. Es gab aber eine Möglichkeit, wie man diesen Kampf für sich doch noch ein bisschen anders mit entscheiden konnte, und zwar, dass man Eissturm auf Mysterium mit gelehrt bekommen hat. Denn Eissturm, obwohl es zwar keine richtige starke Eisattacke mit ist, kann man aber unter anderem Kokowai ordentlich die Stirn bieten, und das hat dann dafür mit gesorgt, dass man dann hier wenigstens in der Lage war, noch relativ weit mit voranzukommen, sofern man nicht von Egelsamen getroffen wird und dann noch eine Runde verwirrt bleibt. Aber auch hier muss man mit erwähnen, dass Rosana dann ebenfalls ein starker Gegner mit war, und diesen konnte man auch nicht im nächsten Zug einfach mal mit besiegen. Das Ende von Lied war, ich musste quasi Willi mehrmals hintereinander mit herausfordern, bis ich dann auch mal solche Runden mit hatte, um halt eben dann gegenüber Rosana hier guten Schaden nicht nur mit einzustecken, sondern auch viel mit austeilen zu können. Und dann kam quasi eine Art Brüderduell Lashoking gegenüber Lamos, wobei man aber dann auch hiermit sagen muss, dass der Mysterie eindeutig dominierte. Die nächsten beiden Top 4, das ist zum einen Koga und dann später auch Bruno, die sich zum einen auf die Typen Gift und Kampf mit spezifizierten. Auf diese beiden braucht man jetzt nicht explizit mit einzugehen, wie diese mit ausgegangen sind, weil das kann man dann mehr oder weniger selbst mitsehen.
Anders wiederum war es dann bei Melanie, die dann die vierte der Top 4 mit repräsentierte und sich auf den Typ Undichtschmidt spezifizieren tut. Und Undicht sorgt dann dafür, dass wir mit unserem Psychokinesen-Angriff mal absolut nichts mit ausrichten können, also muss man hier auf Alternativen wie Surfer und Eissturm bzw. auch auf einen Fluch mitgehen und quasi lediglich nur um unsere physisch-defensive mit nach oben zu pushen, weil ansonsten hätten wir die ein oder andere Problematik mit gehabt. Gengar allerdings setzte dann auch sehr gerne mal einen Fluch mit ein und das führte dann auch manchmal zu dem Ergebnis, dass ich halt eben dann hier mit einem aktiven Fluch dann nicht in der Lage war, gegenüber Hundemann effektiv mit anzutreten, aber es gibt auch mal stellenweise solche Runden, wo das einfach mal mit gelingen und dann Melanie hier in einen Zug einfach mal mit besiegen konnte. Siegfried, der Champion der Pokémon-Liga und der sich auf den Typ Drache mit spezifizierte, war dann unser letzter Gegner für die aktuelle Johto-Reise. Und auch hier muss man mit sagen, das Ganze war dann auch wieder ein bisschen anders mit gestrickt, weil zum einen Gyarados schon eine ganz große Gefahr mit repräsentierte. Es kam hier sehr gerne mit einem Hyperstrahl, beziehungsweise alle seine Pokémon können unter anderem auch Hyperstrahl mit einsetzen, was zum einen physisch und zum anderen auch unfassbar viel Schaden mit ausrichtet. Und darüber hinaus, wenn das nicht mit ausreicht, kommt dann auch gerne mal ein Donner von einem Dragoran mit um die Ecke, was schon gewaltig viele Schadenspotenzialattacken mit sich bieten tut. Und das sorgt dann unter anderem dafür, dass man dann nur noch sehr wenig Chancen dazu hat, überhaupt noch irgendetwas gegen sein stärkstes Dragoran mitzureißen, wenn dies mit einem Wutanfall um die Ecke gekommen ist. Sollte man es aber doch mal mit schaffen, das stärkste Dragoran dann auch mal mit hinauszunehmen, hat man noch lange nicht mitgewonnen, weil dann unter anderem noch ein Glurak kommt, was man zwar mit Surfer sehr effektiv mit angreifen kann, sofern man nicht instant die Vollparalyse mit abbekommt, aber sowohl Glurak als auch Aerodactyl können ebenfalls nochmal das Blatt für sich mitwenden. Im ersten Auftakt hat man mit gesehen, dass es durchaus möglich ist, mit Slashoking alleine nur die Johto-Region mit zu bereisen und somit als Champion gekürt zu werden. Aber das reicht natürlich noch nicht für diese Form, denn man möchte ja gerne noch die Kanto-Region noch mit bereisen, dort sämtliche Arena-Leiter mit wegklatschen und dann später noch Trainer Rot mit besiegen. Und für euch seid dann in diesem Fall auch hier, klassisch wie sonst auch immer mit eingeblendet, der Kampf gegenüber Blau und Trainer Rot. Und wir starten dann dementsprechend auch schon gleich mit Trainer Blau, wobei wir dann hier auf Level 66 mit sind. Man darf auch durchaus mit erwähnen, die anderen Arena-Leiter waren jetzt zum Teil jetzt auch nicht gerade das Gelbe vom Ei, aber andere wiederum, zum Beispiel Sabrina, war dann auch eine etwas größere Herausforderung, was ich dann allerdings dann hier nicht mit aufgenommen hatte. Eine große Problematik stellte dann aber auch hier wieder sein Kokowai-Mist dar, weil dies dann hier sehr gerne auf einen Solarstrahl mitging und uns gewaltig viel Schaden mit reindrückte und mit 19 KP Rest hatte man dann nicht mehr ansatzweise die Chance dazu gehabt, gegenüber Simsala irgendetwas auszurichten. Aber speziell in der Kristall-Edition und auch nur genau dann nach der Liga ist man auch in der Lage, alternative Attacken wie zum Beispiel Flammenwurf mit zu erlernen und das hat an uns unter anderem schon gewaltig viele Vorteile mitgebracht, weil somit konnte man dann Kokowai extrem gut und sehr schnell mit besiegen und wir waren noch fast bei voller KP, sodass dann Simsala auch relativ schnell mit besiegt werden konnte, obwohl die sich gerne mit Genesung immer wieder hochgeheilt hat. Gyarados und Arcani waren dann auch relativ schnell mit besiegt und über Rezeros brauchen wir jetzt gar nicht anfangen mitzureden. Wir stehen nun an der Spitze des Silberberges, ein einziger Trainer steht noch vor uns und das ist natürlich Trainer Rot, der stärkste Spieler in dem gesamten Spiel und der leadet hier quasi mit seinem Pikachu auf Level 81. Ich war zu diesem Zeitpunkt nur in Anführungsstrichen auf Level 69 und wir bekamen zur Begrüßung nicht nur ein Donner mit hinein, sondern fast noch im halben KP musste man jetzt noch gegen die 5 anderen Pokémon noch mit antreten und das war dann auch schon wieder eine ganz andere Sache. Denn das Ergebnis war, spätestens dann, wenn Relaxo mit reingekommen ist, dann konntest du praktisch einpacken. Weil Relaxo spezielle Verteidigung und hohe KP-Base reicht einfach mal vorn bis hinten mit aus, sodass du selbst bei ausgestorten APs und dann lediglich nur noch bei Verzweiflung es nicht mal geschafft hattest, überhaupt irgendetwas mitzureißen. Ende vom Lied war, ich konnte frühestens auf Level 74 mal die Gunst der Stunde für mich nutzen und mal das Relaxo dann in dieser Form mit hinausnehmen. Zuvor war es mir einfach nicht möglich, ich bin permanent gegenüber das Relaxo zerschellt, beziehungsweise die APs waren dann einfach mal mit aus. Wenn man allerdings dann hier mittlerweile auf Level 74 ist, hat man dann durchaus noch die eine oder andere Chance, noch diesen Kampf für sich mit zu entscheiden, wobei dann aber Bisaflor dann auch mit dir kurzen Prozess machte. Stellenweise geht Bisaflor aber auch einfach für einen Sonnentag und boostet gleich somit nicht nur seinen Solarstrahl, der dann nicht mit aufgeladen werden muss, sondern auch gleichzeitig unseren Flammenwurf, der natürlich dann in einem super effektiven Move dann dafür mit gesorgt hat, dass wir dann einfach Bisaflor hier mit hinausnehmen konnten. Und die beiden anderen Pokémon, die dann noch mit übrig blieben, das waren unter anderem Turtok und Glurak, konnten dann auch mehr oder weniger schnell mit besiegt werden und somit haben wir dann Trainer Rot mit besiegt.
Zusammenfassend lässt sich also hiermit sagen, mit Lasho King ist es ebenfalls möglich, auch hier Trainer Roth in einem noch relativ guten Bereich mit zu besiegen, sofern man dann nicht dazu gezwungen ist, gegenüber Relaxo permanent gegen die Wand zu laufen. Aber ansonsten muss man mit sagen, diese jeweilige Challenge hat durchaus mit Spaß gemacht. Wenn dir diese jeweilige Folge ebenfalls mit Spaß gemacht hat, dann hinterlass doch gerne mal ein Däumchen zur Bewertung mit nach oben da. Hier auf der rechten Seite kannst du dir unter anderem noch die komplette Playlist der anderen Pokémon-Challenges hier mit reinziehen. Die untere Seite repräsentiert ein Video extra für dich mit zugeschnitten und die linke Seite zeigt sogar den schönen Abonnier-Button. Hast du dazu Fragen, Wünsche oder Anregungen, schreibe das unten in die Kommentare und dann bis zum nächsten Mal. Wiederschauen und reingehauen!